trifft tatsächlich Hexen davon. Leute, wisst ihr, was ist, wenn man mit dem Ringer meint? Und dann auch noch ohne Kabinenfahrt. Nun ja, sicherlich kein besonders gutes Omen für den Ferienjob bei einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen. Aber der Vertrag war bereits unterschritten und somit heißt es jetzt 4 Wochen bei einem Lohnunternehmen. Auf geht's! Ja, heute, der erste Tag vom Ferienjob, gleich mit einem richtigen Vorlauf, ein bisschen Hai binden. Es hat nämlich angeregt, schon drum, aber die führt auch wieder. Okay, fahren wir weiter. Ja, heute fährt es leider nicht für den Steier lang. Jetzt mache ich einen Bike-Spon. Da wird man natürlich schon einen großen Qualitätsunterschied, aber recht viel groß ist das ja eh nicht gut. Kannst du aufpassen, weil da vorne, du siehst es vielleicht, hast du einen Stress. Der kommt jetzt dann auch gleich. Der soll natürlich vorher 40 werden. Wenn man es aufhören müsst, also mit dem Schwader, von meinem Fressen, vom Hai, weil nur ein Haufen Stroh draus ist und das wir vorher auch nicht gepresst werden. Das heißt, die haben da einen Schwader aufhören müssen, weil sie nicht mehr gepresst werden kommen vor dem Wetter. Ja. Und mein Quart ist in der Werkstatt. So, und wenn wir jetzt mit dem Pressen fitte sind da, weil es aber alles angeregt hat, können wir den Schwader zurückbringen. Da sollte man noch ein BGM 42. Diesen Krone Zweikreisel-Schwader mit Deutz musste sich das Lohnunternehmen ausleihen, weil die eigenen Gerätschaften zurzeit im Einsatz waren. Nun steht die Reinigung und intensive Reinigung eines Glasmähdreschers an, der aus einem Einsatz zurückgekehrt war. Damit er in den nächsten Einsatz starten kann, muss er zuerst ausgeblasen werden. Natürlich steht dann später auch die Reinigung der Kabine sowie die Gesamtpflege inklusive Abschmierung an. Durch diese gute Reinigung ist die stetige Einsatzbereitschaft gewährleistet, welche für einen reibungslosen Betrieb des Lohnunternehmens wichtig ist. Ja, Zeit fürs Mittagessen, aber irgendwie fällt das eine. Doch keine Zeit für solche Kleinigkeiten. Nun steht die regelmäßige Reinigung der Kühlergeräte eines Mähdreschers an. Diese ist für die Standzeit der Mähdrescher sehr wichtig und ermöglicht einen weiteren Einsatz ohne Überhitzung oder gar Feuer. Ja, wir fahren Teleskoplader. Diese 337 Stimmen. Keine Ahnung, wenn die jetzt schon Drahtlader gefahren. Mit dem Trauma 640 AL. Das ist eine gute Maschine. Jetzt so hört sich das Nacken und Piepen und außerdem gibt es im Lohnalltag zahlreiche seltsame Überraschungen. Zwar war es hier wohl nicht meine Schuld, dennoch zeigt es von der Wichtigkeit einer erhöhten Aufmerksamkeit und stetigen Rundumsicht bzw. einer guten Rücksichtnahme auf stetige Vorkommnisse. Letzte Messer ist mir auch noch zum Schleifen. Messer aus Ladewagen und Ballenpressen müssen regelmäßig mit einer neuen Schneide versehen werden. Für dieses Schleifen gibt es diverse Sicherheitsvorkehrungen, welche eigentlich eingehalten werden sollten, was sie zumeist auch werden. Andernfalls wird man eines Besseren belehrt. Während diese Messer nun gleich wieder frisch geschärft sind und auf den Wiedereinbau warten, warte ich auf die Mittagspause. Da ist der Mittag dabei. Ein paar Marmeladenmesser,
wenn es dann fertig ist, dann müssen sie alle geschliffen von den zwei Pressen und vom Ladewagen. Dann haben wir schön neu gebaut, dann machen wir noch was anderes einrichten. Der Teleskoprad, der steht immer noch drauf. Mit dem soll ich dann noch was aufladen. Den haben wir aber zuerst mal nicht zum Richten kommen. Ja, ich glaube nicht, weil ich mich gerade frei. Aber der Big X 500 muss sauber gemacht werden. Luftfilter und Kabine. Und kühle dann auch. Also fahren wir mit der Kabine an. Dann kommt der Chef und ich darf noch vielleicht runterfahren. Ist schon mal schön. Eine neue Bekanntschaft mit deiner großen Maschine lässt keinen unberührt. Wenngleich es hier auch nur um das Reinigen geht. Ja, mit dem habe ich noch kein Video drauf. Kommt bestimmt noch eins. Also, recht dick ist du eh nicht. Das sind gute Fahrer, die passen schon auf. Noch ein bisschen was. Ich soll mal zum Fenner. Da fahre ich Kühlschrank. Da packt der Kühler drin. Der bist du mal. Das ist ein riesiges Teil. Der Luftfilter ist übrigens gleich da. Wie auch zuvor bereits bei den Mähdreschern erfolgt nun die Reinigung des Motorluftfilters. Auch dieser Schritt ist ein entscheidender Beitrag zur Standsicherheit der Maschinen. Zumal benötigt der Motor auch Unmengen an frischer und sauberer Luft zum Atmen bzw. für eine saubere und gute Verbrennung und um somit auch gute Leistungen erbringen zu können. Dazu noch ein Größenvergleich. Schaut euch mal das an, das ist ein Größenvergleich. Da ist mein Knall. Ist dann erst die gründliche Reinigung mit der Druckluftpistole erfolgt, kann es zum Wiedereinbau kommen. Die Luftfilter kommt. Wieder eine. Gut, sehr fix ist die Ansaugung fertig. Nun gilt es, die weitere Zeit bis zur Ankunft des Chefs möglichst sinnvoll zu nutzen. Er will schließlich meine erste Fahrt mit diesem Big X 500 begleiten. Sind nun Reinigungsmöglichkeiten ausgetestet, folgt weiteres Staunen. Oder eben die Reinigung des Kabinenluftfilters. Dies ist auch elementar notwendig, denn schließlich brauchen die Fahrer frische und saubere Luft zum Atmen, denn nur so können sie Höchstleistungen mit hoher Konzentration erbringen. Dies ist wichtig für einen effizienten Einsatz, ebenso wie eine gute Beschaffenheit der Maschinen selbst. Danach kann es nicht mehr lang dauern und es folgt eine Einweisung des Chefs in die Benutzung der Maschine. Ich habe tatsächlich Häcksler gefahren. Ich bin noch nicht Häcksler gefahren. Das ist nicht. Ja, ihr seht schon, das ist noch ein bisschen ein Trick, den wir außen. Da muss man schon raus, aber zuerst kommt der Trick da raus. Also mit der Wahrheit. Und wenn wir das noch haben, dann wird es schon kühler. Ich habe mir jetzt ein bisschen so aufgestellt, aber hat doch mein Zimmer. Da ich nun dreckiger bin als die Maschine, lässt sich erkennen, dass die grobe Reinigung abgeschlossen ist und das Fahrzeug zur weiteren Reinigung auf einen anderen Standplatz verbracht werden kann. Dazu mögen uns die 500 PS beschützen. Nun zeigt sich, ob man die Maschine beherrschen kann und ob die kurze Anweisung des Chefs gereicht hat. Wenn nicht, gilt es, Schaden zu vermeiden und die Verantwortung nicht auszunutzen. Die weitere Reinigung war dann schnell abgeschlossen, aber der Tag sollte noch nicht vorbei sein. Mein vom Problem geplagtes Fahrzeug ereilte ein weiteres Problem.
Doch dies soll der erste Vorbote einer weiteren Panne am nächsten Tag sein. Ja, ich stehe schon wieder. Ist in der Nacht, haben wir einen Akku zusammengeschossen. Schaut nicht gut aus, aber halt. Der Kompromiss zwischen zu fest anziehen und die Schraube abreißen oder zu locker scheint hier nicht optimal gelöst worden zu sein. Naja. Aber dann habe ich den Chef angerufen und der schickt mir einfach rein. Das ist sehr vorbildlich. Ein Mitarbeiter des Lohnunternehmens hatte mir freundlicherweise einen 10er Schlüssel vorbeigebracht. Nun konnte ich zum Lohnunternehmen fahren und dort etwas auf der Baustelle beim Verputzen mithelfen. Auch eine wichtige Tätigkeit. Anschließend ging es wieder auf den Case. Heute mal im Case unterwegs. Lassen wir ein bisschen Strauschwader noch noch. Nehmen wir das fest da. Ihr seht, also da ein Haufen Strau, da ist ein Haufen Grashalmer dabei. Und das hat es auch angeringt, deswegen hat das jetzt gewöhnt werden. Und da haben wir Wind drin dran. Müssen wir aufpassen, dass wir den Haupt noch einstellen. Und dann geht's ab zu der nächsten. Also fangen wir an. Ja, die einen sind verletzt. Die anderen fahren es ein. Und ich schaue es wieder auseinander. Da dürft ihr mal ein bisschen den Sound hören. Zum Ausklang des Tages also noch schnell die Lager einer Scheibenecke getauscht und dann am nächsten Tag mit dem Abschmieren eines Häckselwagens gut in den Tag gestartet. Doch das war noch nicht alles. Ein Anhänger sollte zurückgebracht werden. Eigentlich ein unscheinbarer Auftrag. Doch es kam, wie es kommen musste. An diesem Gespann kann man nicht einfach so vorbeifahren. Ein MB-Truck sorgt für einen schnelleren Puls. Da bringst du nichts bei. Bringst einen Kipper zurück. Und dann schalt er vor mir 60 Uhr noch den MB-Truck durch. Ich kann mal einen MB-Truck fahren. Aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Richtig, denn zuerst geht es vorübergangsweise auf die Baustelle. Doch dann, was ist das? Ja, jetzt sind wir das Heu von dem Anhänger in die Heuhaine da, dann mit dem Teleskoplader und dem Anhänger hinter die zwei noch Wies, Heu holen und auch einrichten. Natürlich gut sicher, Arbeitsschutz ist schließlich an höchster Stelle. Teleskoplader geht wieder, haben uns ein bisschen, sag ich, gepusht. Jetzt läuft der Lüfter die ganze Zeit auf Vollgas. Aber ja gut, er wird nicht mehr heiß, oder soll es zumindest nicht werden. Überall wird droschen, jetzt gerade auch so ein guter Chef ist mit dem Mähdrescher davon. Deswegen gesagt, der Ballen ist zu zwei Drittel Stroh, und dann ist Stroh in der Presse drin. Und das werden sie dann schon so machen, das kann. Dann füllen wir das Heu, und den Anhänger dahinter. Und dann passiert es, kurz vor Feierabend. Wie üblich, beim letzten Ballen. Ein Zinken musste sich durch den halben Ballen schneiden. Naja, aber den Sonntag über darf der Teleskoplader und der Kais schlafen. Ja, da kommst du Mutter in der Früh um. Ich stell dich nur ein Mensch. Ein Vorführer ist das. Sind 50er. Leider ohne Terror-Dreck. Aber ist wurscht. Damit dieser Vorführer wieder sauber zurückgegeben werden konnte, muss er natürlich ordnungsgemäß gereinigt werden. Der Tag sollte noch lang werden. Gut, der Motor. Scheiß OM471 oder was und Sound nachher. Da ist das Heu vom Samstag. Und da ist der nächste Meldung. So, mit dem Kaiser unterwegs. Ist schon der Wahnsinn. Wo ist denn so ein Güllefeißel heutzutage alles für eine Technik drin ist? Ich meine, das hat jetzt noch eine Reifendruckregelanlage auch, aber da ist es da mit der Ölkühle und der Lenkner am Arsch, ist alles
elektrisch über dem Monitor da vorne gesteuert. Ist jetzt eh schon wieder ein bisschen ein älteres Modell. Nun gilt es, die Zeit des Wartens auf den Zubringer möglichst sinnvoll zu nutzen. In etwa mit der Reinigung der Kabine oder der Überprüfung der Technik. Ja, jetzt sind der Zubringer dann da ist, dann muss man jetzt das Fässer voll und dann das da dann, dass der Zubringer nicht so lange warten muss, weil ich die zwei Bullocks da praktisch gleichzeitig fahre. Die anderen sind alle beim Dreschen und beim Pressen geführt. Nun kann also ich beide Gespanne übernehmen, was aber aufgrund der enormen Zeitfülle keinerlei Probleme darstellt. Also wenn man die zwei Gespanne so sieht, der Größenvergleich. Ja, ist ein bisschen was dazwischen gekommen, müssen umsetzen. Aber jetzt hat der Chef, der fährt voraus, der nimmt noch einen anderen Fahrer mit und dann baut man das. So. Jetzt, wo ich einen anderen Bullock umgefahren habe, mache ich einen kleinen Fassel auch noch umbringen und ich habe einen Schlauch dabei. Das heißt, die anderen können erst anfangen, wenn ich ernt bin. Und das heißt, Termindruck, sage ich mal. Müssen wir da rauf zum Aufbauen. Neben dem Zubringer ist nun ein weiterer Fahrer eingetroffen und alles scheint bisher reibungslos zu laufen, so wäre es eigentlich wünschenswert und geplant gewesen. Doch, wie es meistens so ist... Zapfen kaputt! Lass sie nicht einschalten! Immerhin hat sie sich dann selbst repariert. Ja, was fährt denn da? Ja, voll! Der Anblick eines Unimogs, die Erheiterung des Arbeitsalltags. Die Pause ist nun vorüber, denn der Zubringer ist schon wieder auf dem Weg zu unserem Feld. Nachschub! Wieder warten 17.000 Liter Gülle darauf, um den Kanzel kommt. So, frisch Volltank, beziehungsweise nur zum Tanker. Machen wir sie wieder am Weg. Sonnen im Fassel ist gleich leer. Dann schauen wir, dass wir da die 5 Lastwagen voll herkriegen. Der ist auch schon wieder unterwegs. Nachdem der Chef die nächste Betankung begutachtet hat, war es Zeit, etwas Fahrerisches für einen unter Beweis zu stellen. Hacking Skills waren angesagt. Damit geht es ab in die Dämmerung. Noch ein letztes Mal auf diese Aufhand. So, wir sind jetzt auf ein neues Viertel, weil das von gratis haben wir als vierte. Aber jetzt haben wir eins, das ist ungefähr doppelt so groß. Das heißt, da werden wir heute nicht mehr vierte. Da geht es dann morgen weiter. Schließlich wollen auch Arbeitszeiten eingehalten werden. Wir sind mal da. Aber der Zubringer stimmt gleich. Müssen wir ein bisschen warten. So. Der soll angewaschen und angeschmiert werden. Fahren wir mit dem Pferd. Das war schnell erledigt. Doch zuvor wurde bereits der andere Kreis am Güllefass gegen diesen hier ausgetauscht, da hier im Gegensatz zum Güllefass ein Heckkraftwerk benötigt wird, welcher am anderen defekt ist. Deswegen ist der andere nicht. Am Güllefahren. Aber da ist jetzt Schemmel dran. Das heißt, müssen wir das, das Teil noch wegschaufen, dass es da nicht angeht. Ja, jetzt habe ich das erste Mal überhaupt Scheimecken. Das ist mal was anderes. Im Vergleich zum Unimog ist der Fahrkomfort. Was ist der Fahrkomfort? Du siehst vielleicht, aber da ist ein Stuhl drin. Und ich habe keinen Hammer dabei, aber der Chef, der holt mir jetzt einen. Dann tun wir den Hammer aus, dem Stuhl raus. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Der Chef war da, da habe ich gesagt, zwei Arbeiter. Die bringen mir jetzt einen Hammer, dass wir im Stuhl raus da können. Und da dabei haben wir ein bisschen eine Pause auch noch gleich. Recht viel haben wir nicht mehr. Aber sie haben mir gerade gesagt, wir müssen wir dann sein auch noch. Ich habe noch nie gesagt. Das ist auch interessant. Aber so, man eigentlich sagen,
Also hingehauen. Ja. Noch konnte ich ja noch nicht wissen, dass die Sämaschine leider nicht einsatzbereit war, weil die Feuchtigkeit im Inneren der Schläuche zu hoch war. Daher hieß es nun schon wieder etwas früher Feierabend. Der Mittwoch sollte ein kurzer Tag werden und startet vom Regen gewaschen. Nun hieß es für mich zunächst den Flug abzuspannen und danach sollte ich Gülle fahren. Wohlgemerkt sollte. Einen kleinen Bullock mit dem Güllefässer mal zum Feld fahren, aber die Luft, die pumpt wieder extra langsam auf. Kann ich noch nicht fahren. Ausfahren dort heute aber auch. Somit ist es für mich nun ein Schneidwerk zu reinigen. Das Ausblasen war recht staubig, aber war schnell erledigt. Wäre da nicht das Versagen des alten Deutzmotors im Kompressor gewesen. Ja, nun hieß es ab in die Werkstatt und den Bogen kehren, die Schränke mit Werkzeug aufzufüllen und allgemein für Ordnung zu sorgen. In der Mittagspause stellte sich dann heraus, wo überall meine Videos angeschaut wurden. Doch dann verflog die gute Laune. Es geht auf und runter, aber ich kann nicht auskippen. Ja, Grütze fix, das ist die letzte Arbeit an dem Tag. Danach einfach neu starten und schon ging wieder alles. Da es die letzte Arbeit war, hieß es für mich dann schon wieder Feierabend. Wohlgemerkt schon um 3 Uhr Nachmittag. Somit komme ich zu Hause als Erster an. Das Schafklampe hat, das da schauen wir uns gleich an, oder? Schafele! Noch wusste ich nicht, welche euphorische Begrüßung mich gleich erwarten sollte. Hast du nochmal einen Bug? Servus! Und gehört, das hat sie Jungs gekriegt. Stimmt das? Ja, wo ist denn? Oh, ich glaub, das ist. Das braucht jetzt viel, ja. Und dann kommt mein Vater. Ich kann das besser. Gell? Servus. Ja, servus. Und ich habe da alles in Schlucht noch. Schnell noch die Scheiben putzt. Jetzt geht's weiter. Eigentlich sollte jetzt mein Teleskoplader da auf der Grüngutsammelstelle das Großzeitklump in den Container einladen. Der Container darf aber aus Gewichtsgründen schon halber voll gemacht werden. Aber das Problem ist, der ist schon halber voll. So, das heißt, ich kann da nichts mehr rein, also habe ich einen Chef angerufen, der klärt das jetzt und dann geht es entweder da weiter oder keine Ahnung. So, Auftrag abgeschlossen, jetzt geht es wieder zurück zum Hof und dann schauen wir, was als nächster Auftrag auf uns war. Ja, leider nichts Spektakuläres, aber die Scheiben der Häcksler müssen eben auch frei sein. Und das Schneidwerk soll eingewintert werden. Zunächst muss es also ausgeblasen werden. Ja, und schon wieder bloß dann nicht mehr gescheit. Wohnen lieber aus und fragen wir. Es sollte sich herausstellen, dass lediglich die Einspritzleitungen etwas locker waren. Das geht wieder. Geht's. So ist es eben. Und deshalb stand nur noch das Waschen der Scheibenmatte auf. Ein bisschen aus, meine ich, so gesagt. Da unten haben wir schon was. Jetzt noch da bei den Silos. Nach einigen Regenpausen, keinen weiteren Aufträgen und getaner Arbeit hieß es dann schon wieder Feierabend. Oh, jetzt hat das Regen wieder angefangen, aber jetzt haben wir es wieder. Um mehr Arbeit gab es heute nicht. Für den Samstag hatte mir der Chef freigegeben.
Ich dachte, dies sei Grund genug, den Großeltern und dem Unimog einen spontanen Besuch abzustatten. Ohne Vorankündigung, versteht sie. Da gibt es erstmal leckeres Essen. Nur ein bisschen einlassen und so. Dann könnt ihr den Unimog gar nicht. Und dann schauen, ob die Luftschlitze klar sind. Jetzt hat es da noch mal ein paar extra rein, dann kriegt er noch Luft. Danke auch für die Idee aus der Unimog-Community. Das ist wirklich super. Das ist jetzt erst einmal aus Holz, dass ich testen kann, ob das auch was bringt. Und wenn es was bringt, dann wollen wir das natürlich auch noch aus, keine Ahnung, Alu oder was. Bis dahin sollte allerdings noch einige Zeit vergehen. Somit bleibt nur noch genug Zeit für partnerschaftliche Verbindungen zum Unimog. Ja, auch wenn wir jetzt nicht fahren, sondern erst in zwei Wochen, wenn wir im Ferienshop vierte haben. Das ist einfach. Da reißt was noch bei den zwei Wochen. Und dann darf sie da dann wieder ein bisschen aussehen im Wald auf, kratzen oder was weiß ich, was da gerade los ist. Ja, bin am Kreis unterwegs. Es stinkt. Ich fahr mit. Das erste Mal. Leer gefahren ist der Dummstreuer schnell. Somit muss er jetzt wieder aufgeladen werden. Ja, das ist jetzt der letzte Kurve, dem Feindl. Schaut aus, der Wind genau ausgeladen. Hoffen wir es. Und dann geht's essen. Dann fahren wir heim. Geht's essen. Und dann haben wir jetzt halt die nächsten Trailer weiter. Mittagspause, vierte. Machen wir weiter, als wir aufladen. Zeit ist Geld. Das gilt auch beim Aufladen, welches im Verhältnis zum Ausbringen des Mistes wesentlich länger dauert. Allerdings ist hier höchste Präzision gefragt. Fallen nämlich Teile des Mistes neben dem Mischstreuer oder hinter dem Mischstreuer auf den Boden, so verschmutzen sie diesen erheblich und können zu einer weiteren Verschmutzung der Fahrbahn, der Maschinen und sogar zu einer Rutschgefahr führen. Dies ist natürlich zu vermeiden, um dann Nacharbeiten durch die Beseitigung der Verschmutzungen zu verhindern, muss einfach sauber gearbeitet werden und das Herunterfallen von Mistteilen möglichst unterbunden werden. Dieser schöne Mistdreier. Also, machen wir weiter. Ein bisschen was haben wir noch. Ich will da einen Stern haben und den Unimog noch. Und schon sind wir vierte. Einmal schon. Oder? Schauen wir mal, was wir morgen drauf. Da ist ja noch mal ein Feiertag. Ne? So schön, wie es da auch ist, ich darf gern heimfahren. Geht aber nicht. Mit dem Schneiden dieses Videos oder aber auch mit der Betreuung des YouTube-Kanals und der Pflege des Equipments steht heute keine körperliche, sondern lediglich geistliche Arbeit. Auch das gehört dazu. Aufgrund des hohen Schmiermittelbedarfs im Lohnunternehmen werden hier die Fettpressen selbst wieder mit frischem Fett befüllt. Anschließend noch eine Scheune auf die Einlagerung von Heu vorbereitet und noch einige Maschinen etwas poliert bzw. Scheiben gereinigt. Und dann ist es auch schon wieder Feierabend. Während den Steier hier eine tägliche Wäsche erwartet, erwartet den Teleskoplader erst mit Hilfe beim Backen und dann sollte er mit mir zu einer Grüngutsammelstelle. Ja, es ist 3/4 und ich soll Zeit halb, ich war beim Einflohen, also, aber ich kann da nicht weg. Das heißt, es gibt Stress. Viel Stress. So, aufgeräumt, ausgeräumt, vierte. Ja, jetzt gerade komme ich wieder. Das
wird wahrscheinlich auch lohnen müssen, weiß ich, ob ich mal einen Chef anrufe, weil der Baggerfahrer nicht mehr da ist. Chef sagt, Feierabend. Auch diese Woche sollte der Freitag der letzte Arbeitstag sein. Eigentlich etwas Gutes. Doch dann muss es doch besondere Überraschungen geben, um das Fehlen des Samstags auszugleichen. Das älteste Schneidwerk vom Lexium 440 war noch sauber gemacht werden. So, alle drei Schneidwerke fertig. Schauen wir, was als nächstes dann da geht. Nein, verrissen darf ich nicht. Aber sauber machen kann man die. Staub drin, der Regen, alles aus. Alles. Man. Äpfel müssen wir natürlich auch. Boah, was alles gibt. Das wird auch bei uns drin. Aber das ist schon. Schaut nass aus. Ja, das müssen wir jetzt sauber machen. Am Samstag dann sollte mich noch ein Ersatzteil für übernächste Woche überraschen. Ein geschmeidiger Start in die letzte Woche beim Lohnunternehmen. Ich durfte zum ersten Mal eine Mähdrescher fahren, den Lexion 540. Du hast da im zweiten Nachmittag noch nicht zwei Dumme. Du hast hinten den Blick als Sonne, der Zweifel. Die Ernte war abgeschlossen, beziehungsweise nur noch ein auf Mais umgebauter Lexion 650 befand sich im Einsatz. Nun hieß es reinigen. Die Mähdrescher mussten eingewintert werden. Dazu muss natürlich zunächst auch der grobe Staubschmutz ab. Danach stand er wieder wie neu, frisch gewaschen da. Und freute sich auf die weitere Einwinterung. Wie hier beim Kunstdüngerstreuer trägt das Maschinenwaschen erheblich zum Korrosionsschutz bei und ist dadurch sehr gründlich auszuführen. Jetzt helfen wir hier vom 650er ausblasen. Gewaschen wird es allerdings erst morgen, da bereits der Abend hereinbricht. Die Sonne ist so rein arrangiert. Du findest natürlich Kupplader natürlich super, wenn wir da innen reingeschauen mal. Und das mal jetzt auch noch angewaschen werden mit dem Hochdruckreiniger. Die innere Reinigung erfolgt dann später angehängt an den Teleskoplader. Somit ist dann sichergestellt, dass der Dreck im Wasser besser herausfließen kann. So, bringen wir die Schaufeln an, für einen Tag ein Wasser. Kommt noch mal ein Kandel. Aufgrund des abermals recht frühen Feierabends bleibt noch genügend Zeit mit dem Schafen und sogar für eine kleine Spritztour. Bei der sieht man dann einen Freund am Mähen. Was gibt es Schöneres? Unimogfahren natürlich. Auch der Donnerstag sollte ein Waschtag werden. Schließlich wollen sich die Maschinen auch im neuen Glanz zeigen. So, den haben wir jetzt sauber gemacht. Man die da an der Presse dran noch sauber machen werden. Nach dem Abhängen der Presse ging es auch für diesen Kreis zum Abwaschen. Ja, geschafft! Die Kühler sind ausblasen und werden jetzt einer Tour gewaschen. Nun war die pflegliche, aber intensive Reinigung der Maschinen fast abgeschlossen und es kam am Freitag noch zu einem Endfazit. Ah, die Maissaumaschine da ist jetzt eingewintert. Und damit gingen die vier Wochen beim Lohnen zu Ende. Und ich muss sagen, es war eine gute Zeit eigentlich. Und ein paar schöne Maschinen und schöne Sachen. Mit der Pflege und mit den Einfräumen hat man wieder was gelernt. Und ja, weißt schon, ne? Und das, obwohl ich in der Zeit zwischen Dreschen und Maishäckseln im Lohnunternehmen war, wo es quasi nur innendienstliche Aufgaben gab. Spaß gemacht hat es allemal.
Wenn dir dieses Video genauso viel Spaß gemacht hat wie dieses nicht ganz ernst gemeinte Drag Race, so lass doch gerne ein Like und am besten gleich ein Abo da. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und Servus.